Grüezi miteinander, du Patient ist der Schlüsselikör. Ja mei, was ist jetzt das? Schliers ist eine deutsche Whiskybrennerei in Oberbayern am Schliersee und zu Schliers habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Ja, der Single Malt Whisky der Brennerei war der allererste deutsche Whisky, den ich überhaupt probiert habe. Habt ihr hier mal einen Link zum Tasting Video. Und ich habe 2015 auch die Brennerei vor Ort besichtigt und wer meine Videos kennt, kann sich vorstellen, wie die Besichtigung ausfiel. Ja, blende ich euch eben oben auch mal einen Link zur Besichtigung ein. Ist ziemlich lustig, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ja, heute haben wir den Likör von Schliers und ich sag von vornherein, ich bin nicht der Spezialist, was Liköre betrifft. Ja, das, was ich hier sag, beschränkt sich auf das, was ich darüber weiß und das ist nicht viel. Ja? Basis für diesen Likör ist der dreijährige Schliers Single Malt Whisky, der wird dann mit Honig gesüßt und der wird noch versetzt mit regionalen alpinen Kräutern, damit er noch eine zusätzliche Geschmackskomponente bekommt. Ja, dann wird der Alkoholgehalt auf 30 Volumenprozent reduziert und das Ergebnis ist dieser Likör. Nicht gefärbt, Schliers färbt nicht, aber er ist kühl gefiltert, damit er, wenn er abkühlt, sei es durch Eiswürfel oder durch die Außentemperatur, damit er nicht trüb wird und widerlich ausflockt. Ja. Ich habe den Likör in der Brennerei probiert und der ist wirklich verdammt süß. Also bei den Single Malts habe ich nichts dagegen, wenn sie schön süß sind, aber der hier ist wirklich so pappig süß, dass einfach die Zähne rausfliegen. Das muss man wirklich mögen. Ne? Der Matthias, mit dem ich hier ab und zu mal ein Verkostungsvideo drehe, der hat sich in der Brennerei so eine Flasche von dem Likör geholt und ich habe eben diesen Rest hier geerbt. So sieht die Flasche aus. Hat leider keinen Korken, sondern einen Schraubverschluss. Ne? Jo. Ich kenne ihn schon, ich mache mir deshalb nicht zu viel rein, weil schon, wie sagt man so schön, ein Plombenzieher. Ne? Ja, wie gesagt, nicht gefärbt, finde ich schön. Farblich, wenn wir den beurteilen wollen, ist ein helles Gold. Ja, der normale Schliers, der hat schon wirklich eine kräftige goldene Farbe. Dafür, dass er nur 3 Jahre im Fass liegt, so lange muss er im Fass liegen, sonst dürfte er sich gar nicht Whisky nennen. Und er hat eine tiefgoldene Farbe durch diese 3 Jahre. Und dadurch, dass der mit Wasser eben auf 30 Volumenprozent runter verdünnt ist, wird er ein Stück weit heller. In der Nase schon extrem süß und man, wer Schliers kennt, der riecht sofort, wenn er hier die Nase reinstreckt, dass da der Schliers Single Malt Whisky drin ist. Da kommt sofort eine richtige Ladung Vanille raus und Eiche. Ja, frische Eiche kommt hier raus. Und ich weiß nicht, bei so einem süßen Likör will ich da unbedingt Eiche im Aroma haben? Ich glaube eher nicht, ne? Der riecht wie Marshmallows. Meine Jungs, die wollen früh immer in ihrem Kakao, in ihrem Kaba, wollen sie immer so ein paar kleine Marshmallows drin haben. Neulich ist eine Tüte aufgerissen, deswegen habe ich den Geruch gerade präsent. So riecht er, ne? Nach Marshmallows, nach Vanille, so Puderzucker und Eiche. Und das ist hier wie bei so einem rauchigen Eiler-Whisky, die Nase eine Zeit lang reinhalten, dass sich die Nase an den Rauch gewöhnt. Hier ist es die Nase eine Zeit lang ins Glas halten, damit sie sich an die Süße gewöhnt. Heftig. Also wie gesagt, im Single Malt habe ich nichts gegen eine gewisse Süße, die vom Fass als Aroma an den Whisky abgegeben wurde. Aber hier dieses, der Honig, der da eben reingemacht wurde, damit er süß wird, ist schon heftig. Jo, im Hintergrund diese leichten Kräuter, aber in was für eine Kräuterrichtung das geht, schwer zu sagen, ne? Ja, süß. Oh, unheimlich süß. Vanille, Marshmallows. Puderzucker, Honig, das ganze Repertoire, alles was süß ist, spielt sich hier ab.
Jetzt kommen so ein paar Kräuter, ja, es ist jetzt so einen leichten Akzent im Geschmack. Und jetzt schmeckt es sich ein bisschen so wie richtig cremiges Vanilleeis. So selbstgemachtes, das man aus der Eisdiele kennt. Mit so Stückchen von dieser Vanilleschote drin. So schmeckt er sich jetzt. Eiche und Marshmallow. So ein Marshmallow, den man in ein Eichenfass reingeschmissen hat und da drin vergessen hat und dann rausangelt und den dann da dran riecht. Ja. Sehr speziell. Jetzt aktuell eigentlich die beste Zeit für die Liköre. Es ist kalt draußen, es ist die Vorweihnachtszeit, wird in der kalten Jahreszeit oft genossen, aber auch zu Weihnachten verschenkt. Die Flasche ist nicht ganz billig, die kostet 35 € und für einen Whisky-Likör oder einen Likör ist es schon eine Hausnummer, ne? Wer aber Schliers mag und den mal ausprobieren will, der kommt an dem Ding nicht vorbei. Ist ganz schön, wer auf süße Liköre steht. Mein Fall ist es jetzt nicht, zumindest nicht dauerhaft. Da muss ich den richtigen Anlass haben, vielleicht nach einem fetten Essen so als Nachtisch, dann passt's, aber ich finde ein Stück weit zu süß. Jo. Das soll's gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein.